willkommen zu meinem kleinen Nebenprojekt, The Legend of Zelda, A Link to the Past. Ach ja, ich habe mich so drauf gefreut, dieses Let's Play machen zu können. Okay, dann fangen wir an. Vor langer Zeit, so erzählen Legenden von Hyrule, gab es einst die goldene Macht. Sie soll allmächtig und in einem verborgenen Land sein, dessen Eingang in Hyrule ist. So ist es. Viele drangen verzweifelt und erbittert in dieses Land ein, doch sie kehrten nie zurück. Ja, das wäre schon toll, so, ne? Ja, nie zurückkehren und so. Jedoch eines Tages begann das Böse aus dem geheimnisvollen Land herauszuströmen. Oh oh. Der König von Hyrule befahl 7 Weisen, das Tor zu diesem Land zu versiegeln. Siegel sollte bis in alle Ewigkeit ungebrochen bleiben, um das Böse zu verbannen. Bis in alle Ewigkeit? Bis in alle Ewigkeit? Nein. Aber mit der Zeit verblasste die Erinnerung und sie wurde zur Legende. Ja, so wie manches auch so im echten Leben und so. Ne? Das orientiert mal alles total ans Real Life, ne? Hehe. Eines Tages tauchte in Hyrule der geheimnisvolle Zauberer Aghanimph auf. Er heißt Aghanimph, nicht Aghanim oder so. Er plante, das Siegel zu brechen und verzauberte den guten König von Hyrule. Der immer auf die armen Könige. Nein! Was macht ihr mit dem Mädchen, das arme Mädel? Aghanimph! Mit Hilfe seiner dunklen Magie wollte er die 7 Mädchen entführen, die alle direkte Nachfahren der 7 Weisen waren. Eine nach der anderen. Oh, 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 oh. Ja, immer... 5 blaue Wachen und nur eine rote. Das ist total, unperfekt. Ich bin Perfektionistin, da muss auch nur eine blaue noch hin. Oh, schlimm. Prinzessin Zelda, eine der 7 Nachfahren, wird die nächste sein. Oh oh. Ja, und damit fangen wir auch hier an. Ja, wie denn? Wo ist denn, Fluffy oder sollen wir uns doch wieder Link nennen? Ach, einfach mal Fluffy. Mein Standardname. Wo ist das Y? Ach, da unten ist es ja. Ende. So. Los geht's! Hilfe! Bitte hilf mir! Ich bin es, Zelda! Ich werde im Verlies der Burg festgehalten. Ich habe furchtbare Angst. Aghanimph hat die Burg voll unter seine Kontrolle gebracht. Und er versucht nun alles, um das Siegel der 7 Weisen zu brechen. Deshalb hat er den anderen 6 vermissten Mädchen etwas Schreckliches angetan. Nur ich bin noch übrig. Hol mich doch endlich hier heraus. Hilfe! Fluffy, ich gehe kurz fort. Am Morgen bin ich zurück. Bleib im Haus, verstanden? Ja, Onkel. Ja, Onkel. Ist ja ein Junge. So, jetzt raus da. So, und schon beginnt das Spiel. So, und jetzt kann ich erstmal schön Herzen holen, die wir eigentlich nicht brauchen. Und ja. Also ich habe jetzt persönlich hier die, Lampe gewählt, nein. Also ich habe jetzt die, diese Version hier genommen von das Originalspiel, von der Super Nintendo Version halt, weil ich habe die auch früher als Kind gespielt und so oft da gespielt und ja. Und, die war einfach die beste. Naja, also wenn ich ja jetzt irgendwie die, Game Boy Advance Edition da genommen hätte, das wäre ja gar nichts gewesen, das wäre ja gar nicht... Ah, keine Ahnung, mir gefällt die irgendwie einfach nicht. Mir gefällt die hier viel besser. Irgendwie. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ich mag es nicht. Also, so, wir gehen jetzt mal hier lang und mal sehen. Wo könnte der Geheimgang sein? Hier? Hm, nein. Hier? Hm, nee. Hier vielleicht? Aha! Platsch. So, mal sehen, was hier... Oh, Onkel! Hey, Onkel! Was ist denn los? Fluffy!
du hast voll den männlichen Namen übrigens. Ich wollte dich nicht mit in diese Sache hineinziehen, aber warum hast du nicht auf mich gehört und bist im Haus geblieben? Der Spielverlauf sagt... Scheiß auf den Spielverlauf, du musst im Haus bleiben, vom Mensch nochmal. Hier, nimm mein Schwert und das Schild und hör mir genau zu. Unser Volk allein besitzt das geheimnisvolle Schwert mit besonderen Kräften. Halt den B-Knopf gedrückt und bla 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 bla. Moment mal, Onkel. Welcher B-Knopf? Ich sehe keinen B-Knopf. Hier in meiner Hand kein B-Knopf. Ist das vielleicht der B-Knopf? Nein, ist nicht der B-Knopf. Ist das vielleicht der... Nein, ist auch nicht der B-Knopf. Aua! Egal. Bitte, Fluffy. Hilf mir, mein Ende ist jetzt gekommen. Rette die Prinzessin. Nein, Onkel! Sie hat nur noch dich. Wieso? Ich kenne die doch nicht mal. Wer ist das? Mein Ende naht. Nein, Onkelchen! Die Prinzessin, du bist ihr... Bla, ich bin ihr Held. Ich bin ihr Held. Ja, ich bin ihr Held. Bimmelattacke. Yeah. Naja, jetzt geht's ja auch schon mal los. Wir haben schon ein schönes Schild und ein Schwert. Und jetzt können wir hier diese komischen Bäm-Bäm-Bäm Wachen kaputt hauen. Die uns Herzen geben oder auch andere Sachen. Da! So. Ja, und jetzt können wir hier auch schon mit der Magieleiste können wir jetzt hier die Fackel anzünden. Und jetzt holen wir hier Rubine raus. 5 Rubine, toll. Ja. Ja. Na. Ja, was ich aber nicht so schön finde, also der Minish Cap, bei The Minish Cap kann man 2 Büsche auf einmal mit einem Schlag kaputt hauen. Das kann man hier nicht. Aber das ist ja nicht so schlimm. Das Spiel ist trotzdem genial und geil und so. Und hier ist übrigens eine böse Wache. Böse Wache! Böse Wache! Tot. So, jetzt gehen wir hier rein und retten die Prinzessin. La la la. Aua, natürlich. Und schon tue ich mir weh. Ist ja klar. La 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 la. Die Musik ist so genial. Dum, dum. Da, 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 da. Au! Oh, ja klar. La 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 la. Na, nimm das! Ha. Na, na. Oh, ich... Immer wenn ich Let's Play, bin ich total schlecht in Spielen. Kann doch nicht wahr sein. Wenn ich nicht Let's Play und nicht die ganze Zeit dabei rede, halt, bin ich irgendwie viel besser. So, jetzt kommt man hier runter und ja. So, den müssen wir kaputt hauen. Kaputt hauen! Kaputt hauen! Kaputt hauen! So. Karte! Wie sagt Randy immer noch? Das Karten sind was für Zelda-Noobs. Genau. In diesem Spiel bin ich ganz bestimmt kein Noob. Dieses Spiel werde ich einfach so durchgehen. Also ich mache jetzt die Wachen nicht kaputt. Ich verschone sie einfach mal. Sie machen ja nur ihren Job. ja, also dieses Spiel wollte ich jetzt eigentlich so let's playen, dass halt... ja, Wache, ich weiß, du willst mir eigentlich nicht zu, du bist eigentlich ganz lieb. Wenn du bist verzaubert. Ja, also wie, was wollte ich gerade sagen? Ach ja, genau, ich jetzt play dieses Spiel, weil ich möchte euch mal zeigen, wie man das, also eigentlich könnte man auch so vorher drauf kommen können, wie man dieses Spiel ganz am einfachsten durchspielt. Es ist eigentlich total, eigentlich leicht. Der Spielverlauf wird ganz anders sein, also mein Spielverlauf, mein eigener Spielverlauf, den ich mir jetzt selbst so gemacht habe, wird ganz anders sein als, Tür auf zu, als er eigentlich sein soll. Und zwar werde ich erstmal, okay, die ersten 3 Tempel, die gehen natürlich erstmal, da muss ich natürlich immer alle rein und sagen, jo, alle durchspielen, normal. Nimm das! Nimm das! Wunderbar. So, jetzt brauchen wir das da. Und da ist das Vieh. Bäm! Nimm das! Okay, ein bisschen schlecht bin ich. Früher war ich besser. Großer Schlüssel! Also,
Nachdem ich die ersten drei Tempel durchhaben werde. Ja, ich... Okay, jetzt nochmal. Ja, erstmal hier vorlesen. Ich danke dir... Ich meine, nein, falsche Stimme. Ich danke dir, Fluffy. Irgendwie habe ich gespürt, dass du kommen würdest. Hör mir gut zu, Fluffy. Die Burgwachen stehen alle unter Aghanims magischen Bann. Habe ich gesagt. Der Zauberer ist ein unmenschlicher Dämon mit gewaltiger Macht. Ich fürchte, mein Vater ist schon... Oh, ich habe solche Angst. Verstehst du mich? Ja, klar. Still, lasst sie verschwinden, ehe der Zauberer etwas bemerkt. Ich kenne einen Geheimgang, dazu müssen wir in den ersten Stock. Na los, komm schon. Jo, okay. Jo. Also, jetzt erstmal mein Kommentar zu Zeldas Aussehen. Ich habe früher gedacht, sie wäre eine Krankenschwester. Ich habe immer gedacht, die sieht aus wie eine Krankenschwester. Ja, das denkt man halt. Ich denke es immer noch. Die sieht aus wie eine Krankenschwester irgendwie. So das Diadem, das sieht irgendwie... Ich weiß nicht. Irgendwie so, wie so eine Krankenschwester halt. Also, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Okay, nachdem ich die drei ersten Tempel-Dungeons halt durch habe und dann wir dann halt in der Dark World, in dem goldenen Land da halt sind, in, da in der Schattenwelt, meine ich, nicht in dem goldenen Land, das war das ehemalige goldene Land, naja, jedenfalls, wenn wir halt da sind, dann, danach, okay, ich glaube, dann muss ich erstmal den ersten Dungeon... Nee, dann würde ich nämlich anfangen, nur durch die Dungeon zu gehen und mir die Items zu holen. Ich hole mir wirklich jedes alte Item. Jedes einzelne Item hole ich mir. Und bis ich dann den, diesen, wie heißt der Stab nochmal? Ich glaube, Somaria-Stab? Oder Birna-Stab? Birna-Stab heißt der, glaube ich. Also jedenfalls so ein Stab halt, der einen unbesiegbar macht. Dann... Ja, dann halt gehe ich erst die Bosse halt alle besiegen. Ja, leck mich hier, scheiß machen. Entschuldigung. Vom Thronsaal aus gibt es einen Geheimgang zur Kathedrale. Sicher wird uns der Priester dort helfen. Mehr Mut. Auf geht's. Hm, wo könnte der Geheimgang sein? Dieses königliche Wappen verbirgt einen Geheimgang. Hast du eine Lampe dabei? Ja, haben wir. Es ist nämlich stockfinster da drin und ohne Licht kommt man nicht sehr weit. Bist du bereit? Dann lass uns jetzt gehen. Komm her und hilf mir beim Schieben. Wir müssen es von der linken Seite anpacken. Nun komm, mal mach schon. Okay, links? Ach nee, Moment, falsche Seite. So. So, nein, so, nein, so. So. Jetzt geht's hier weiter. Ah, scheiße. Scheiße, ja. Nein, ich will jetzt nicht das Licht anmachen. Warte. Hier. Hier war der Weg. Genau. Ah, ich kenne dieses Spiel in- und auswendig. Aber ich weiß nicht genau, wo alle Herzteile sind. Ich weiß, wo die meisten Herzteile sind. Aber ich werde auch in diesem Let's Play nicht alle Herzteile holen oder holen können. Weil es gibt auch Herzteile, die sind einfach so schwierig zu bekommen. Das ist unmöglich sogar manchmal. Das ist schlimm. Haha. Ja, zum Beispiel in der Schattenwelt, da kann man sich ein Herzteil erbuddeln. Aua, bin ich schlecht. Also da kann man sich so ein Herzteil erbuddeln. In so einem Buddelspiel, so ein Chip, so ein, halt so ein, man buddeln muss halt, Ja, Fluffy vorwärts, es ist jetzt nicht mehr weit, nur noch durch dieses Gewirbel, bla bla bla. Ja, ja, halt die Fresse. Hey, ich bin die Prinzessin. Ja, ja. Ja. Hier lang. Also. Müssen eine. So, okay. Mal sehen, welche Maus es ist. Die Maus! Ha. Also, ja, Also ich will halt nicht. Was wollte ich mal sagen? Ich will halt nicht.